fangen wir mal an. Erneut. Versuch 2 zur Begrüßung des Tag-Specials heute hier. Wieso, weshalb, warum? Das Zweikampfsofa hat uns getaggt, uns gegenseitig unsere Lieblingsspiele zu erraten. Wir werden direkt einfach mal mit der ersten Frage starten. Wir haben eben schon mal einen Probelauf gemacht. Das war sehr interessant und so wird das jetzt wahrscheinlich auch weiterlaufen. Oder wir machen erstmal eine kleine Vorstellung. Ich bin Ang, kennt ihr ja vielleicht aus den anderen Videos. Ja, ich bin Kevin. Ja. Das ist Tobi. Ich bin Tobi. Wir haben beide keine YouTube-Channels. Aber wer weiß. Aber wir haben alle coole Figuren. Ja, genau. Wir haben die gewählt, mit denen wir uns am besten identifizieren können. Deswegen, Tobi fand nur die Pose cool. Also, er denkt nicht, dass er eine Frau ist, keine Angst. Ja. Du bist eine Fee. Ja, ich bin eine Fee. Eine Fee ist keine Frau und auch kein Mann. Ist halt eine Fee. Du würdest auch gerne fliegen können, wie eine Fee. Ja. Was ist denn daran nicht cool? Ja, habt ihr nicht diesen Zahnfee-Horrorfilm gesehen? Die fand ich auch cool. Ach, der war echt cool. Die fand ich cool, die Fee. Das war ein cooler Zahnfee. Tobi natürlich wieder nicht. Aber diese ganzen kleinen Zahnfeen, die sich dann in diesem Kamin versteckt haben. Halt das Krasse, wir waren alle bei einem YouTube-Video, deshalb. Wir schweifen schon wieder ab. Keine Horrorfilme. Nein. Oh Mann. Okay, wir haben 10 Fragen, die wir uns gegenseitig erraten müssen. Und die erste Frage lautet: Dein Lieblingsspiel? Dann müsst ihr meins erraten. Wir erraten deins. Ja, okay. Dann. Achso, Sekunde. Hast du da eine Vorgeschichte? Möchtest du uns etwas noch mitteilen? Nein, ich wollte es mir einfach nur kurz zurechtlegen, damit ich auch nicht bei jedem Spiel sagen kann, nö, ist es nicht, sondern dass ich mich auf mein Lieblingsspiel wirklich fokussiere. Fokussiere dich. Dürfen wir uns da auch erstmal ranarbeiten an die Ja, so ein bisschen, an ja. die Antwort? Ja. Ja, klar, dann macht ihr am Ende so. Ist es blau? Nee, die Frage ist nur, ja, Lieblingsspiel. Es geht jetzt um Konsolen oder auch egal, um Videospiele. Computer? Videospiele, alles klar. So digitales Zeug. Ja, doch, ich habe eins. Du hast einen. Ja. Das ist schon mal ein. Ja, ja. Ansonsten hätten wir auch erstmal mit Ank anfangen können. Ja, hätten wir versuchen können. Ja, gut. Ja, gut, dann könnt ihr mal anfangen. Ja. Moderator, ich würde sagen, du. Ich fange. Ich Moderator. Vielen Dank. Ja. Ich bin auch also der Älteste. Ja, ist so. Könnte es ein Sportspiel sein? Ja, das... Ich weiß es, es ist FIFA. Ja, das ist richtig. Das war viel zu einfach. Ja, was soll ich machen? Das ist einfach das Spiel, was die meisten Leute so spielen. Zusammenbringt. Unter anderem Emotionen rauskitzelt und weiß ich nicht, das feiere ich neben halt WoW. Naja, das ist ja nicht mehr aktuell jetzt, bei mir jedenfalls. Ich habe meine Jugend durch das Spiel verloren und deswegen sehe ich auch so alt aus. Genau, durch... Durch WoW. Ich hab's nur durch WoW. WoW macht die Drogenmelzesse im WoW, die Saufgelage in den Tavernen. Ja, später wird immer über das Wort WoW noch ein Piep gesetzt, um zu zensieren, dass wir hier keinen Rufmord betreiben. Ne? Genau, von Blizzard verklagt. Genau. Das macht bestimmt Spaß. Gut, dann habt ihr mein Spiel leider zu schnell. Und damit hat Ank einen Punkt, glaube ich. Ja, Punkte. Punkte werden ja auch noch aufgeschrieben. Irgendwo oder vielleicht gemerkt. Mal schauen, ob das klappt. Ja. So, Tobis Spiel, finde ich. Tobis Spiel, ja. Da rate ich mal ins Blaue, Final Fantasy. Ja. Das Ding ist, wir haben vorher nichts besprochen. Und wir kennen uns einfach wirklich. Das ist, um das nochmal darzustellen. Ja gut, okay. Final Fantasy ist ja schon mal nah dran. Nah dran? Ach, jetzt haben wir noch eine Nummer. Aber wir wollen ja auch einen Titel, ja, dann hätte bei FIFA auch nicht gezählt. Ja, FIFA ist ja... Das ändert sich ja nur die Grafik. Eine ganz andere Sache. Ich meine, das ist ja nur ein jährliches Update von ja, Kardan. Gut. Oder kommt von was? Von Kardan. Da kommen ein paar neue Männchen rein. Ja, Final Fantasy 7. Ja. Kevin hat recht. Ja, sicher. Das war ja auch einfach. Gut. Und Andreas, das ist schon nicht mehr so einfach. Das wird schwer. Gothic 1. Der Blick ist gut. Okay. Ist es richtig? Ja. Echt? Ja. Hätte ich nicht gewusst. Hätte ich echt nicht gewusst. Das heißt, wir haben alle einen Punkt. Yeah! Yeah! Und die erste Frage abgehakt. Gleichberechtigung. Damit ist die erste Runde vorbei. Gut, Ausleitung. Wir verabschieden uns in die Werbepause. Diesmal fange ich an. Ihr ratet mein Hassspiel. Dein Hassspiel. Mein Hassspiel. Ja. Boah, das ist. Aber du hast ein konkretes, ja? Wo du richtig denkst. Ja. So, das ist schwierig. Boah. Hassspiel ist immer sehr schwierig. Man verbindet ja immer meistens auch so ein bisschen Liebe mit so einem Hassspiel. Nein. Dr. Mario. Nein, das war cool. Dr. Mario war wirklich cool. Verdammt. Da sollte es ein HD-Remake von geben. Total. Egal, mach ich beim Spielen auch. Ja. Passiert. Ich weiß.
Also ich krieg den Punkt ja sowieso auf jeden Fall nicht. Tobi müsste nur raten. Ja, also ich finde, das ist, wie gesagt, schwierig. Es hat besser was Sport zu tun. Sportspiel, dann FIFA. Ja, tatsächlich. Ja, ich hasse alle FIFA-Spiele. Das einzige Fußballspiel, was wirklich cool war, war Super Soccer für den Super Nintendo. Oh ja, das habe ich auch gezockt. Das konnte ich wenigstens noch. Da musstest du mal so abwägen, so wo der 16er ungefähr ist. Genau. Und dann das Tor, die Kante. Und dann hast du halt auf... Geschossen und war drin. Immer. Welche Farbe hatte der Knopf ganz rechts? War das rot? Rot. Gelb. Von Redi Rot, den Super Nintendo-Controller, die Knöpfe. Na, wir dürfen dazu nichts sagen, ne, wenn ihr euch mal die späteren Fragen anguckt, dann am besten noch nicht zu viel drüber sprechen. Über die Farben des Controllers. Okay. Gut, Hassspiel haben wir von Andreas. Yeah. Von Tobi brauchen wir noch eins. Nee, wir fangen bei dir an. Oder wir machen bei dir weiter. Was? Also. Wir machen Uhrzeigersinn. Oder so. Ach ja, wir Hassspiel. Haben ja. Ach ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ein Hassspiel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe da schon was im Sinn. Zwei. Ein ziemliches Spiel, worüber ich mich oft aufgeregt habe und auch leicht mal ausgeartet ist bei mir. Ich weiß es. Glaube ich. Ja, machen wir bei Tobi weiter. Weil dann. Du weißt es noch nicht, oder? Nee, ich kann es nicht. Du bist oft ausgerastet. Ich habe leider die schlechte Angewohnheit, oft auszurasten, beispielsweise, wenn ich da nicht wirklich mehr klarkomme. Da gibt's eins, das ist extrem schwer. Man stirbt sehr schnell. Nö, nicht unbedingt. Jein. Man stirbt schnell, wenn man sich doof anstellt. Nee, das auch nicht. Okay, das ist das schon mal nicht. Es wird halt immer schwieriger, wenn man den Schwierigkeitsgrad erhöht in dem Spiel. Das sollte normal sein. Ja, aber bei dem ist es halt extrem dann. Ist es ein neueres Spiel? Nee, schon relativ alt. Gab aber auch schon ein Remake davon. Ein HD-Remake. Oh Gott. Resident Evil. Nee. Verdammt. Ich glaube, es. Resident Evil habe ich noch nicht ein Spiel richtig durchgespielt, außer mit genau. Hank haben wir zusammen 5 durchgespielt. Ach so. Und das war eigentlich sogar lustig. Und 4 haben wir auch durchgespielt, oder? Oder 4 haben wir einzeln durchgespielt? 4 konntest du ja nur alleine spielen. Ja. Alter. Mit Ashley. Oh Gott, das war. Ich glaube, ich weiß es. Das ist eine Spieleserie, oder? Ja. Es gibt mehrere Teile. Ja, es gibt viele Teile mittlerweile. Viele? Ja. Ich habe sogar letztens noch einen Teil davon gespielt. Aber das ist auch Final Fantasy VII. Nein. Nee, Final Fantasy VII hat ja kein HD-Remake, verdammt. Ich habe nie, obwohl HD-Remake, ja. Und älteres Spiel. Das zweite wäre gewesen God of War. Nee, auch nicht. Oblivion. Nee, also mein wirkliches Hassspiel, wo ich halt auch, wie gesagt, eine Liebe mit empfinde. Dragon Ball Z Budokai 3. Dafür gab es eine HD-Remake? Ja. Cool. Ja, okay, gut. Das wusste ich sogar nicht. Das ist extrem bei mir gewesen. Also, sobald der Schwierigkeitsgrad erhöht wurde und ich dann flog der Controller. Das war gut. Ja, da flog dann schon mal ein Controller weg. Ja, Gut, das wäre schon die zweite Runde gewesen. Ja, mein Hassspiel habt ihr noch nicht. Ach, hast du immer noch keins? Aber ich bin trotzdem dafür, dass wir die Punkte mal aufschreiben sollten, sonst vergessen wir es nachher wirklich. Das stimmt. Wir sind jetzt 3-3. Also, 1-1-1. Ich habe auf jeden Fall ein Hassspiel. Tetris. Tetris ist es nicht. Es ist aber von Nintendo, wo du gerade so die Richtung anschlägst. Du hast es vorhin gesagt, ich weiß es jetzt, verdammt. Ja, aber du kriegst keinen Punkt mehr. Aber Tobi darf noch ran. Ich schreibe erstmal unsere Punkte auf. Ja, dann hältst du das Video auf. Ja, echt? Ein Hassspiel, ne? Wir sind Nintendo hat ja jetzt Hinweis gegeben. Ein Nintendo-Hassspiel. Ja. Und Tetris war es nicht. Ja, bei Dr. Mario habe ich ja auch an Franz Blaue. Street Fighter? Ja. Das ist von Sega. Das ist Namco. Achso, okay. Gut. Alter, ich habe es vorhin gesagt, es ist Mario Kart, weil... Ach ja, stimmt. Das Spiel ist auch wie FIFA wieder, es ist so, es trennt Freundschaften. Es zerstört Freundschaften, macht gleichzeitig so viel Freude und deswegen bei diesem Spiel, das ist echt das, wo ich hatte die meisten Ausraster jemals hatte. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass es eher darum geht, dass es auf einer Nintendo-Konsole ist. Also. Ach so. Deswegen. Ist doch Mario. Nee, deswegen sagte ich Street Fighter, weil es ist ja für zu Anfang nur für... Oder das okay. Anfang für Nintendo gab. Oh, Street Fighter hat auch auf Sega angefangen, oder nicht?
Weiß ich nicht. Weiß ich auch Super nicht. Nintendo. Doch, Super Nintendo gab es das auch schon, stimmt hier. Ja, ja. Street Fighter. Ja, genau. Super Ultra Violet. Ultra, Ultra 2. Wir werden nachher im Endschnitt auf jeden Fall die Bilder nochmal hier mit rein in Photoshop. Unten links könnt ihr dann. Also mit meinen Punkten war ich jetzt richtig. Du hast einen. Ja. Kevin hat einen und ich habe zwei. Weil? Weil ich zwei habe. So. Was hast du denn erraten? Ja. Ach, seinen Lieblings. Nee. Ich hatte einmal Angst. Hassspiel. Genau. Stimmt, alles klar, gut. Ja, Tobi, alles gut. Und weiter. Das Lieblingsspiel. Lieblingsspiel von ihm auch, ja. Die nächste Frage finde ich sehr schön. Kann ich schon wieder beantworten. Tobis. Das weiß ich schon. Boah, okay, aber wir fangen trotzdem mit dir an. Okay. Wir fangen oh Gott, das wird schwierig. Wir fangen immer mit ein Lieblingscharakter. Mein Lieblingscharakter. Es geht darum, einen Lieblingscharakter in einem Game zu finden. Es stehen zwei auf einer Stufe, aber nee, tun sie nicht. Lieblingscharakter. Alter, hier. Nein. Assassin's Creed war es nicht. Also hat auch nichts mit Assassin's Creed zu tun? Nein. Nee. Okay. Nichts mit Assassin's Creed. Obwohl es Ezio Auditore wirklich ein sehr, sehr cooler Charakter ist. Der beste der Serie. Aber nein. Das Blöde ist ja, mit dem Lieblingscharakter kann jeder gemeint sein. Es muss nicht der Hauptcharakter sein. Genau. Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Kann ja auch eine Nebenperson sein oder der Bösewicht. Der Bösewicht wüsste ich auch schon, wenn Tobi da favorisiert. Den Lieblingsbösewichten gibt es nicht. Nee, leider nicht. Aber wir können die ja vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, nachher anhängen. Einfach machen wir 11. Ja. Wieso? Bösewichte können ja, sind ja auch Charakter. Ja, aber es gibt ja nur. Ja, stimmt. Ist halt nicht, es ist halt offen gelassen, ob ein guter oder ein böser Charakter. Ja. Kann ja auch ein Nebencharakter sein. Kann ja auch ein Mokri sein. Du musst raten. Mokri. Du musst raten. Dein Lieblingscharakter. Ja, ich. Das ist eine sehr alte Spieleserie, die eingestellt wurde, leider. 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 Eingestellt. Mega Man. Weiß ich echt gar nicht. Ich rate einfach mit. Nee, Mega Man war es auch nicht. Der rechteckige Block von Tetris. Ja, nein. Nein, das war. Warte, nein. Nee, Tobi hat noch einen Versuch. Nee, obwohl er gesagt hat, die Spieleserie wurde eingestellt. Ja, leider. Ansonsten hätte da gab es ein neues Spiel jetzt. Auf Steam gab es das. Ja, weiß ich trotzdem. Steam, ich hätte jetzt Beta-Phase. Dann rate einfach. Ja, ich hätte gesagt, der Tofu aus Resident Evil 2. Nee, aber der ist wirklich cool. Sonic the Hedgehog. Den hätte ich gerne gehabt jetzt im neuen Resident Evil. Was ist denn nun? Den Tofu. Was es ist? Legend of Kane, die Reihe. Ah, ja. Mit Raziel und Kane. Und Kane ist es. Ja. Hey. Ach so, Kane auch noch. Ja, natürlich. Das hat er, da hat er damals schon ein Poster von gehabt. Ah. Ja, der war cool, der ist immer noch cool. Ja, gut, aber nein, dafür ist das Spieluniversum auch relativ groß, sag ich mal. Und gerade kam Nosgoth für Steam raus. So ja. Team-Ego-Shooter. Wollt ihr meinen raten oder sollen wir Tobis raten? Cloud. Nee, falsch. Oh! Ah. Lieblingscharakter von Tobi. Das wird ein Final Fantasy-Charakter sein. Ja, das ist ein Final Fantasy-Charakter auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Gegenstück zu Cloud. Das war ja auch das, was ich gerade meinte. Aber es ist mir irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, Tobi ist eher ein Hauptcharakter. Könnte auch weiblich sein. Ja, und ich kenne die Weiber nicht. Ah, er hat ihm gesagt. Das ist also schon mal ein Zeichen. Ich schwanke jetzt zwischen zwei. Das Blöde ist. Also davon mal gesehen, Final Fantasy Charaktere in 7 waren alle cool. Nee, Barrett mochte ich nicht. Doch, Barrett war auch cool. Nein. Mit seiner Maschinengun-Arm. Dann rate ich mal Sephiroth. Ja. Schreib auf. Ist einfach der ich coolste hab, überhaupt. Ich hab noch mit Squall, aber Squall war ja bei 8 und 8 ist nicht dein Lieblingsspiel, deswegen. Habe ich zu spät gespielt, glaube ich, als das mein Lieblingscharakter oder mein Lieblingsspiel generell aus der Final Fantasy Serie sein könnte. Zidane. Ey, was habt ihr gegen 9? Nichts. Wie nicht? Ich mag 9. Ich habe 9 war der erste, den ich gespielt habe, und dann habe ich 8 gespielt. Das ist sogar mein Zweitlieblings-Final-Fantasy-Spiel. Okay. Mein Lieblings ist 10. Naja, gut. Alles klar, dann müsst ihr jetzt meinen raten. Okay, 2 Punkte. Ja, deine. Boah. Fragen zur Lösung könnt ihr ja auch stellen. Haben wir ja schon festgelegt. Aus der Nintendo-Serie? Also irgendwie aus. Aus dem Nintendo-Universum. Ja, ist richtig. Es ist grün. Was? Es ist grün. Es? Ja. Das Spiel oder? Nein, das Charakter. Pff, grün, er trägt grün. Er trägt grün. Dann ist es Luigi. Nein. Ah, ich weiß, fuck! Du hast trotzdem keinen Punkt gekriegt. Ich hab.
Und ich eine große Nintendo-Serie. Um das mal am Rand zu sagen, ich habe nicht mal eine Nintendo-Konsole, aber irgendwie sind da so die witzigsten Leute, die mich ansprechen. Ja, okay, dann hat er eine Mütze auf, ab und zu. Ab und zu? Meistens. Er läuft auch manchmal ohne Mütze rum, oder? In den meisten Fällen. Was sagt die Fee immer? Ohne Mützen? Die Fee? Ja, in Ocarina of Time, die einen die ganze Zeit nervt. Hey! Genau. Hey! Hey! Ocarina of Time? Ja. Ich verstehe nicht, worauf hier hinaus will. Hey! Du musst noch den Charakter raten. Ja, ich würde mal sagen, Link? Ja, Link ist richtig. Ich dachte, er verhaut sich nochmal und sagt Zelda. Das wär richtig. Zelda ist aber nicht grün. Link ist richtig. Aber ja, Zelda ist der beste Junge im Tinkerbell. Spiel. Ist auch grün, oder? Was? Zelda ist der beste Junge im ganzen Spiel. Ja, ja, definitiv. Best Guy in Hyrule. Yeah. Gut. Du hast schon wieder einen Punkt, oder? Ja. Die nächste Frage ist ein wenig schwierig, finde ich. Lieblingssoundtrack von einem Game. Weil ich mich nicht so mit Soundtracks beschäftigen. Nee, einfach die Musik, die du vom Spiel am besten. Kann ja auch sein, dass du nie auf die Musik, also nicht so intensiv auf die Musik achtest, wenn du spielst. Ja. Sondern dass du einfach spielst und du kommst in den Kampf und dann geht's auch richtig ab und dann denkst du so, ja geil. Ah. Guck mal, dann haben wir ja schon wieder irgendwie. Naja. Gut. Dann macht es leichter. Wir müssen erstmal bei Ankh anfangen. Andreas. Hast du was Konkretes? Ihr seid nicht so die Typen, die gerne so Game-Musik hören, oder? Die Soundtracks sind meistens, ich hab die Soundtracks zwar, ich höre sie mir auch an, aber irgendwie dann hinterher denke ich mir so, ja nee, so hört sich's nicht cool an, aber im Spiel ist es cool. Ja eben, weil es das untermalt, das passt ins Gesamte. Okay, das ist bei mir anders. Das ist so. Ich bin total der Fanatiker davon. Ja, wenn es wirklich auch so Musik ist, die dann so orchestral irgendwie nachgemacht wurde, dann ist das cool. Hm. Ja, das muss man nicht machen. Zum Beispiel bei Skyrim gibt's das ja. Das ist ein extrem cooler Soundtrack, den man sich auch so anhören kann. Aber der Soundtrack zu einem Game ist ja auch unter Umständen die CD, die man sich dann dazu kaufen kann. Genau, könnte. Aber da sind ja die ganzen. Dann habe ich doch eine. Ich weiß nur nicht genau, welcher Teil der Serie. Das ist ein wenig schwierig. Okay. Da müssen wir mal gucken, was zählt nachher. Ja, schauen wir mal. Wir sind ja flexibel. Erstmal fangen wir jetzt bei Ankh an. Oder bei Tobi. Da fangen wir bei Tobi an, der weiß, was er will. Wir fangen bei Tobi an und er feiert. Er hat viel über Dragon Age geredet, aber er feiert auch Oblivion oder die ganze Elder Scrolls-Reihe. Skyrim. Final Fantasy könnte es auch sein. Die Soundtracks sind auch sehr gut. Also hat auf jeden Fall was mit Spielen zu tun. Das freut uns sehr, dass du uns diesen Ast zuwirfst. Ja. Und ich habe das Spiel auch relativ lange gespielt. Dann würde ich sagen, das ist Skyrim. Nee. Verdammt! Skyrim ist echt ein cooler Soundtrack, aber es hat zu viele. Ah, ich weiß es! Ich weiß es! Was ist es? Es ist Fallout! Nee, auch nicht. Was? Auch ein cooler Soundtrack. Das ist. Aber, was dann? Es ist eigentlich ganz einfach. Final Fantasy. Tatsächlich? Echt? Ja aber ich finde es. Einfach immer wieder Musik, die ich gerne höre. So nebenbei beim Arbeiten. Ja. Einfach nur ein bisschen runterzukommen, zu chillen. Mhm. Stimmt, und bei Fallout hat man immer das Gefühl, die Welt geht gleich unter. Ja. Obwohl da manche Tracks echt lustig sind. Naja, aber wenn man jetzt so, wenn ich irgendwo im Radio diese alte Musik höre, dann denke ich immer, Atombombe? Wo? Jeepers Creepers. Ja. Jeepers Creepers. Mehrfach Atombombenwerfer. Genau, aus dir, Fatboy. Ja. Weißt du, hast du dir jetzt einen zurechtgelegt? Ja. Tatsächlich? Ja. Aktuell? Nicht so aktuell? Nicht RTL aktuell, sondern. Nicht RTL? Nee. Ah. Mit Peter Grüppel. Peter Grüppel? Grüppel. Grüppel. Peter Griffin. Peter Griffin. Mm, ein aktueller Titel. Hörst du auch in der Freizeit? Oder ist es einfach nur so dein Lieblingstrack? So, also aus dem Spiel raus. Ich höre mir das so nicht. Spielst du das aktuell? Ich spiele auch so viel zur Zeit. Ja. Das wird alles verraten. Ja, deswegen. The Witcher. Nein. Ich weiß nicht, was es da einen dazu gibt. Das ist ein aktueller Soundtrack. Ein Blau ins Blaue rein. Also ist relativ aktuell. Ja, der Assassin's Creed Soundtrack? Nee. Okay. Was dann? Nein, das wäre die Soundkulisse und alles von The Evil. Oh. War eine halbe Stunde im Dunkeln spielen und meiner Pipi in der Hose und das ist wirklich erschreckend gut gemacht. Aber nur, wenn man so weicher ist wie du. Ja, das ist natürlich. Ja. Wir spielen das nachher mal, wenn es dunkel ist. Ja. Mäuschen. Es wird so spät dunkel. Dann spielen wir es halt sehr spät. So, du bist dran. Ja. Es gibt einen. Es gibt einen. Ich sag mal so, es ist eine Spielreihe,
die es schon sehr lange gibt und die auch stetig neu rausbringt. Aber es ist ein bestimmter Teil davon. Und deshalb ist das ein wenig schwierig. Boah, davon gibt es viel. Ja. Call of Duty. Nein, das kann es nicht sein. Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Black Ops. Ich bin mir nicht sicher. Es ist, glaube ich, Black Ops. Tatsächlich. Ernsthaft? Ja. Dieses, davon gibt es einen Soundtrack? Wo dieser Eminem, dieses Eminem-Lied mit bei ist. Das ist auf jeden Fall ein COD. Ich habe keinen Teil gespielt. Da ist... aber ich glaube, das müsste auch yes. Modern Warfare 2 sein oder 3. Deswegen sagte ich ja, wir müssen gucken, mit was zählt und was nicht. Also, dass er einfach COD ins Call Blaue... Call of Duty gesagt, dann würde ich schon sagen, dass das... Ich würde ihm den Punkt geben. Ich hätte nicht gedacht. Du bist die Jury. Ja, nicht schlecht. Na, einfach ins Blaue. Was sagst du dazu? Katzen, die müssen abstimmen. Nee, die schlafen. Achso. Und aufeinander? Nee, die eine putzt. Ja, dann haben wir es. So, das war ja echt erstaunlich schnell schon wieder. Ja, die fünfte Frage. Die fünfte Frage. Das ist eine Die fünfte Frage. Was ist eure Lieblingskonsole? Ja. Kurz mal dazu zu zählen, zählt der PC dazu? Nein. Okay, fangen wir bei Ank an. Ja. Willst du antworten zuerst oder ich? Ihr könnt auch abwechselnd oder gleichzeitig oder reinrufen. Ja, okay, dann würde ich einfach mal reinrufen. Super Nintendo. Nein. Okay. Wenn wir jetzt sagen PlayStation zum Beispiel, muss es dann die richtige Nummer sein? Ja, muss die richtige Konsole sein. Ja, okay, gut, das ist... Es war eine sehr tolle Zeit. Dann ist es das Sega. Nee. Ich hatte nie eine Sega. Oh. Ja, okay, dann müsste ich sagen, glaube ich, jetzt PlayStation 2, oder? Ja, mit dem Wigion Free Chip drin. Das will Hallo! Das ist illegal und das haben wir niemals gemacht. Nein, Wigion Free war vollkommen okay. War ja nur, um Importspiele zu spielen. Genau. Okay. Natürlich. Dann kenne ich mich zu wenig. Tollen Zeiten mit Yu-Gi-Oh! Auf Japanisch und Dragon Ball auf Japanisch und Naruto auf Japanisch stand, als das kam. Das war der Knaller. Wir haben keinen mehr verstanden. Aber es gab, glaube ich, auch nur einen Knopf, um Schaden zu machen, oder? War das nicht das, wo du nur Kreis hämmern musstest? Ja. Bei Naruto, ja. Ja, ja aber also halt immer unterschiedliche Moves gemacht. Ja, das war so geil. Ja. Und ich war gut da drin. Ja. Ja. Und du hast auch Controller geworfen, wenn du verloren hast. Nee, da nicht. Nee? Nee, es war nur bei Dragon Ball. Stimmt, Dragon Ball, da hatten wir auch alle wunde Finger und kaputte Knöchel. Ja. Ja, Lieblingskonsole von Tobi. Das war toll. Das sollte eigentlich auch wieder relativ einfach sein. PlayStation 1? Ja. weil Final Fantasy 7 drauf ist. Das ist gut, wenn man ihn durchschaut hat, dann braucht man sich eigentlich immer nur an Final Fantasy lang hangeln. Und dann hat man es eigentlich. Kommt man immer aufs Gleiche raus. Was kommt denn da noch so? Ja, obwohl, die achte Frage ist ein wenig... Konsole von Kevin noch. Ja. Ja. PlayStation 3. Falsch. Sega. Du darfst nicht. Ich weiß. Ja, es wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt frage, ob es eine Sony-Konsole ist. Weil das, ja, es gibt ja auch so viele Hersteller. Aber du kannst ja trotzdem fragen. Ich kann ja antworten und sagen nein. Dann. Oder ich möchte diese Frage nicht beantworten. Das ist mir zu persönlich. Zu einfach, wenn du dann sagst, nee, ist keine Sony. Richtig. Deswegen würde ich aber trotzdem wieder sagen, Super Nintendo. Ja, das ist richtig. Das ist einfach zu geil. Weil du Illusion of Time gespielt hast. Ja, ich habe alles gespielt eigentlich. A Link to the Past. Ich weiß, hab mich auch richtig krass gebissen mit dem Lieblingsspiel. Secret of Mana. A Link to the Past ist einfach richtig geil, das Spiel. Und ich werde mir das Super Nintendo demnächst von meiner Tante wiederholen. Und erstmal wieder A Link to the Past durchspielen. Ja, geil. Das ist auch sehr lohnenswert. Ja. Immer und immer wieder. Ja. So. Ja, das war's. Das war die schnellste Runde überhaupt. Ja, das war echt krass. So. Ja, toll.